Guten Mittag oder guten Abend, wie auch so schön immer Inscope sagt. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Twister. Ja, wir fahren heute einkaufen. Ja, ein was, Rucksack. Ist hier, was ist das hier? Das ist ein bisschen Wichsen, noch von gestern. Wir fahren jetzt einen Rucksack kaufen. Rucksack kaufen und was noch? Ja, eventuell noch Schuhe, aber Rucksack ist wichtig. Und Geldwechsel. Das ist erstmal weg. Die Leute nicht sehen, dass ich das Sperma von meinem Penis abgewischt habe. Kevin holt sich dann gleich einen Hipster-Rucksack, damit er ganz cool ist. Nicht ganz cool. Und vielleicht noch dazu ein paar Air Max. Damit ich ganz cool bin. Sind das diese roten Schuhe? Nein, Air Max. Weißt du, die Air Max. Mit dem Bumper drin. Und dann lasse ich mir jetzt die Haare noch ein bisschen länger wachsen, dass ich die nach rechts setzen kann. Und ich hole mir so eine ganz große Nerdbrille von Ray-Ban und dann mache ich richtig an auf Joko Winterscheid. Der ist nämlich der Ultra-Hipster. Ja, nur mit 30 Kilo schwerer. Oder 40. Oder ich würde eher 20 sagen. Ja, stimmt. Der ist groß. Der ist groß und dick. Ja, stimmt. Auf geht's. Oh. Super, Roller nass. Meine Freunde, ein bisschen im Gegenverkehr fahren. Es gibt ja keine Regeln hier. Ja, wir fahren schon die 12-jährigen im Scooter. Die ganze Nacht. Dann zusammen mit mir. Ganz zusammen, ganze Nacht. Ach, ein Knall, rotes Gummibo. Hallo! Hallo! So, wir sind jetzt da und jetzt hole ich mir einen schönen Rucksack. Ja, sieht schon besser aus. Das ist eine Top-Auswahl. Ja. Wer kommt mit mir mit? Kevin, welchen Rucksack nimmst du denn jetzt? Also Leute, ich weiß nicht, ich bin mir ganz unschlüssig, entweder der oder der. Aber ich habe keinen Bock, nachher so ein fettes Ding im Auto zu haben, weißt du, was ich meine? Deswegen ist es halt gerade richtig schwer, die Entscheidung. Also ich glaube, ich habe mich schon entschieden. Oh. Ich habe mich schon entschieden, ich nehme, glaube ich, diesen Rucksack. Also, wahrscheinlich den. Oder den. Eins von den beiden, mal gucken. Haben wir auch schon Fotos mit den zwei Mädels gemacht, haben ganz freundlich gefragt. Ja, Schnitzel, was du nehmen? Hast du entschieden? Kevin hat entschieden. Das war ein Fehler. So, jetzt sind wir wieder zurück aus der Stadt und ja, Kevin hat den grünen Rucksack gekauft, ich habe den roten Rucksack gekauft und wir sind immer noch ziemlich gerendert oder gerendert, sagt man noch? Gerädert. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Gestern noch, es war einfach zu lang gefeiert. Also dazu kann ich jetzt noch mal ein paar andere Ausschnitte zeigen. Viel Spaß damit. Guten Abend.
nachdem wir sozusagen echt viel gefeiert haben gestern, sind wir müde. Also wird diese Folge ein bisschen kürzer, aber die nächste Folge wird dafür wieder ein bisschen länger, denn wir fahren morgen nach Lovina. Das heißt von dem Passau nach Lovina. Das sind ungefähr 3 Stunden Rollerfahrt und das hat es schon in sich. Aber ich muss dazu sagen auch noch, La Favela ist top. Ja, La Favela ist sehr, sehr gut. Richtig genial gemacht. Ohne Scheiß. Richtig gut gemacht. Auch die Location, Atmosphäre. Ja, alles. Also da drin sind Palmen und wie das aufgebaut ist. Und man fühlt sich wie in den Tropen. Also wirklich so, als wenn man im Dschungel ist und man geht durch den Dschungel und man denkt, oh mein Gott. Und dann auf einmal kommt so ein Haus, wo auf einmal eine Party steigt. Das war schon ganz cool. Das ist, ja. Ja, aber es ist tatsächlich in der Stadt. Also wenn man drin ist, ist das komplett was anderes. Ja. Das ist ein bisschen, man fühlt sich wie Tarzan. Ja. Oh. Und wenn man Tarzan ist, sucht man natürlich nach seinem Jay. Das war klar, du Spasti, dass du das sagst. Du Alter. Ah, ja, mein Gott. Wir haben ja auch nette Mädels kennengelernt. Ja, also die haben uns ja auch noch eingeladen, um irgendwie später was zusammen essen zu gehen oder so. Aber jetzt sind wir fertig. Wir fahren jetzt erstmal nach Lovina morgen. Und ja. Das wird eine Fahrt. Das wird eine Fahrt. Das wird eine Fahrt mit unserem ganzen Handgepäck und alles. Wir werden so. Oh mein Gott, da will ich gar nicht dran denken. Carsten, warum fahren wir nochmal dahin? Ja, Ogge-Ogge. Ogge-Ogge-Fest. Ogge-Ogge, das Ogge-Ogge-Fest. Da steht die ganze Stadt Kopf. Das größte Volksfest auf Bali. Ja, das heißt, alle Leute gehen auf die Straße und machen richtig, richtig Party. Ich bin wirklich gespannt, was wir davon sehen. Und ihr habt ja schon in den letzten Folgen gesehen, wie die Statuen aussehen. Da bin ich mal gespannt, was wir da am Ende wirklich, wie es abgeht. Ne? Das ist ja echt. Ja. 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 Willst du noch irgendwas lassen? Nee. Ich freue mich, dass ihr wieder alle dabei gewesen seid. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert, teilt das Video, erzählt euren Freunden davon, dass so coole Jungs hier in Bali sind. Mein Gott, das kann man denn. Wir sind die Coolen. Wie das mal? Wir sind die Coolen, wenn wir cruisen durch die City düsen. Wir sind die Coolen, wenn wir cruisen, wenn wir durch die